Ja, grüß euch meine Allerbesten und willkommen hier zu einem neuen Playtest und zwar von Beer Factory. Ich habe mich da angemeldet und wurde natürlich gezogen, weil wenn der Tribun spielen möchte, da war das Spielen, haben sie gesagt. Genau. Und vor allen Dingen jetzt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt beim DSV, beim Deutschen Spielverein, dann muss ich das da spielen können. Da heißt ja nicht umsonst Deutscher Sauverein, ich meine Deutscher Spielverein. Also gehen wir mal hier auf neues Spiel, hier Schwierigkeit normal. Im normalen Modus kannst du das Spielergebnis so spielen, wie es konzipiert wurde und Francis ist dabei. Im Friedensmodus wirst du nur einmal auf Francis treffen und treffen, der ein Gabelstapler-Upgrade-Teil zurücklässt, das den Turbo freischaltet. Das ist allerdings dein letztes Treffen und du bekommst nicht zufällige Boni und die er hinterlässt, wie zum Beispiel Geld und andere Gabelstapler-Upgrade-Teile. Also lassen wir das mal auf normal. Boom. So, im Pausenmenü findest du jede Menge Hilfe. Jetzt lädt er fröhlich durch die Gegend und wir sind schon da. Ne? So, das scheint die Stadt zu sein, in der wir leben. Ja, es geht darum, eine Bierfabrik hochzuziehen und Bier zu brauen. Fast wie ein Brewpub-Simulator, nur eine Nummer größer. So, da sind wir. Unser Budget ermöglichte uns, diese alte Fabrik zu kaufen. Bevor wir sie endgültig in Betrieb nehmen, müssen wir den Strom wieder einschalten, die Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine in den abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wiederherstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während ich darauf warte, dass du die Fabrik aufräumst. Aber bevor ich dich verlasse, ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist. Aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Okay, danke für die Info. So. Alles klar. Wir haben 1100. Guck mal. F. Sogar mit Schlüsselchen. Schön. Reinigen. Okay. Hier nochmal aufsperren. Gut, dann müssen wir ganz genau zielen hier. Mach dir einen Kaffee. Okay. Wo sieht das hier aus? Plumps. Plumps. Oh, was ist das? Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Tuning-Teil erhalten. Yeah. Also lohnt sich das Reinigen tatsächlich auch so. So, aber ich soll mir erstmal einen Kaffee machen. Da ist er doch. Kaffee kochen kostet 1 Dollar und ich kann dann sprinten. Okay. Das war's dann aber auch. Ich kann die Tasse gar nicht nehmen. Doch, Kaffee trinken. Lecker Käffchen. So. Da liegt was. Immer sauber. Wo sieht das hier aus? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen sieht das hier aus. Aber wir sollen ja erstmal einen Sicherungskasten-Check machen. Finde und schnappe dir die Sicherung. Ich glaube, das war der Teil, was mir eben so schön gezeigt wurde. Greifen. Lege die Sicherung in die Box. Na, sagen wir mal statt Box-Sicherungskasten, dann wäre das schon richtig cool. I'm the real owner of this place. Get out of my house. Okay, was ist hier los? Boing. Oh, das ging daneben. Das ging daneben. Der weicht aus. Wie frech ist das denn, bitte schön? Der kann sich auch noch porteln. Okay. Komm her, ich habe hier einen Müllsack, nur für dich. Um. So. Okay. Und dafür habe ich Propan bekommen. I'm leaving. Aha. Bleib mal da, wo der Pfeffer wächst, mein Freund. Ein Kupferstecher. So machen. So. Dann haben wir hier.
So, bevor der jetzt nochmal auftaucht, ich habe ja schon ein bisschen Munition bereit. Hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit einem Gas Station Renovation Dingsbums Spielchen. Wo man da immer diesen komischen kleinen Kauz abschießen musste, der die... Nimm den Müll und stell ihn in die Tonne. Holen wir mal den Müll. Und stellen ihn in die Tonne. Das war nicht weit genug. Hui. Ding. Neuer Rekord. Kaufe deinen Besen in Werkzeugkiste. Moment. Hier erstmal sauber machen. Hui. Blums. Oh, dafür gibt's auch Punkte. So, hier am Computer gibt es... Oh, Besen, Werkzeugtisch, Gabelstapel. Dann kaufen wir erstmal Besen. Oh, wow. Wir haben Besen freigeschaltet. Dann putzen wir mal den ganzen Kokolores hier mal sauber. Nimm den Besen... Oh, ja. Also hier ein bisschen sauber machen, ne? Müllsäcke mal hier rauskriegen, ey. So, hier scheint dann alles sauber zu sein, mehr oder minder. Besen. Ah, guck mal. Mit Besen ausrüsten. Sauber machen. Super. Werkzeugtisch verfügbar. Auch gut. Na. Es gibt 18 Müllbeutel, die ich hier noch wegräumen muss. Alles klar. Kauf einen Werkzeugtisch. Dann machen wir das. Werkzeugtisch kaufen. Da, da, da. Ah, ich habe die Musik natürlich ausgeschaltet, weil wir kennen alle YouTube und was es für Probleme mit Musik hat. Deswegen, bevor wir hier Probleme mit Musik bekommen, habe ich es immer deaktiviert. So, das ist sauber. Werkzeugkasten. Yeah. Öffne das Baumenü. Tab. Schließen. Was ist jetzt? Kaufe ein Lager. Ja, dachte ich mir schon. So, das stellen wir mal hier in die Ecke. Ah, mit F bestätigen. Benutze deinen Werkzeugkasten und schraube alle Anschrauben. Oh ja. K-Mechanik-Simulator lässt grüßen. Wieso hat er keine Ratsch in seinem Werkzeugkoffer? Aber ich kann die Maus wenigstens bewegen. So. Festgeschraubt. So. So macht das da gleich viel mehr Sinn, wenn ich das ganz unten angreife. So. Dann noch dich. So. Üb. Aber für die nächste Folge muss ich mir echt noch ein Bier besorgen, ey. Ich sitze hier irgendwie am Trocknen. Aber wir haben ja noch kein Bier gebraut, also. So. Finde die erste Stütze. Ja, ist ja markant erkennbar, was hier rumliegt, ne? Werkzeugkiste weg. Uff. Ah. Absetzen. Ah. Wow. Kann ich eigentlich den Ölfleck hier wegputzen? Nö, schade. Greifen. Und... hinstellen und greifen und hopp. Na gut, machen wir es halt unten hin. Da steht das andere Teil. Greifen und zack. Erhöhe den Ruf der Fabrik auf Level 2. Mhm. Machen wir.
kann man entweder, glaube ich, per Geld machen. Oder ich putze mal hier den ganzen Kram weg. Whee! Da ist er. Gute Nachrichten. Ich habe eine Subvention für deine Fabrik gefunden. Du wirst eine Überweisung erhalten. Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschinen im hinteren Teil zu renovieren. Aha. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Gehe zum Computer, um mehr zu erfahren. Und siehe dir die Investitionsbedingungen an. Okay. So, jetzt erstmal hier den ganzen Müll mal wegballern. Wie sieht das denn aus? Hopp. Hopp. Ein bisschen reinigen hier. Oh, Kiste! Woo! Tuning-Teilen erhalten. Neon. Cool, cool, cool. So, das kann ich scheinbar nicht reparieren. Reparieren soll ich. Sauber machen. So, haben wir hier mal alles. Hier haben wir mal soweit alles sauber, würde ich sagen. Ne? Jo. Dann gehen wir hin und erweitern unsere unser Bauunternehmen. Da! Maschinenraum kaufen. Tüdö. Dann gibt es noch industrielle Maschinen. Oh, dazu kommen wir gleich. So. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen Putzi-Putzi. So. Das geht nicht. Das geht. 8000. Ah, jetzt weiß ich, warum ich 8000 Tacken da habe. Zzt. Und pfui! Plumps. What? Alles an dem dran erschienen. Wie frech. Entsteht da einfach ein neuer Müllhaufen. Huh, so, dann sollen wir das hier kaufen. Bumm. Wow! Getreidemühle freigeschaltet. Wupp, wupp. Damit haben wir auch eine neue Rubrik im Hilfemenü freigeschaltet. So, Vertrag über den Computer annehmen. Vertrag. Vertrag. Da oben. Vertrag. Und zwar sollen wir 27 Säcke mit rohem Malzkorn veredeln. Annehmen. So, dann brauchen wir 27 Säcke. Holen wir mal gleich 30, komm. So, 30. Zack. Anzahl der Paletten 2. Oh, dann. Industriemarkt. Lagerplatte. Ah, da geht's noch weiter. Leere Flaschen. Geht's hier auch noch weiter? Okay, Vertrag wäre das da. Investor ist Geldleihen. Okay. Den Rest haben wir nun freigeschaltet. Ja, guck mal. Da ist er gerade angekommen. Tür öffnen. Da sind nur so zwei Paletten mit Malz. Die müssen wir jetzt. Jawohl. Sieht aber ganz schön krass, der Kleine, oder? Ja. So, mit Q und E fährt man hoch und runter. Aber dann macht er das automatisch. Zack. Fahrzeug fahren. Hochtackern. R befestigen. Halt, stopp. Und mit E herunter. Fahren. So, Daliahö. In Fahrzeug einsteigen. Oh. Gib dir mal richtig Gas auf das Stück. So, und hier.
Fahren wir die mal hin. Ab. Abwärts. Erdrücken und ab geht die wilde Fahrt. Aussteigen. So, jetzt müssen wir das ganze Ding hier irgendwie aktivieren, ne? Einschalten. Dreckig. Dann müssen wir sauber machen. Zack. So. Läuft. Okay, wenn es läuft, dann läuft's. Da läuft's auch. Also müssen wir hier Gegenstand von der Palette nehmen und da hinschmeißen. Nehmen. Hinschmeißen. Nicht zu viel nehmen. Nicht, dass es verstopft da irgendwie. So. Mit Speed. Ah, da müsste einer dabei stehen. Okay. Nehmen. 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 Läuft. Okay. So. Hopp. So. Und stellen die jetzt einfach mal ganz frech hier ans Ende. So. Entladen wir noch schnell den. Oh, das Ding geht aber ab. Lecco mio grande. So. Einsteigen. So. Ups. Was war das denn jetzt? Bin rausgepackt. Naja, ist aber nichts. In den Rohstoffsack und der Palette. Ja, das habe ich auch schon gemacht. So, ja. Ne, erstmal ablassen. So. Aussteigen. So. Läutere den Sack Malz. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich bin nicht mehr kaffeiziert. So, komm verfeinern. Plumps. Auf einen Gabelstapler. Okay, da hier 24 Stück drauf passen. Upsi. Oh, das hält ja aber nicht lang an. Der Kaffeegenuss. Nun gut, dann Computer benutzen. Unternehmen, den darf Werkzeugladen kaufen. Tada! Gabelstapler freigeschaltet. Ui! So. Finde die erste Gabel. Die habe ich eben schon gesehen. Irgendwo. Ah, guck mal, es wird einem auch gezeigt. Greifen. Absetzen. Zack. Finde die zweite Gabel. Moment, ich habe hier aber noch ein bisschen Müll gefunden. Hui. Ups. Naja, stimmt. Da habe ich eigentlich die Gabel gesehen. Ich direkt nebendran das Regal aufgebaut habe. Oh, okay. So, montiere die zweite Gabel. Plumps. Nee, so vielleicht. Plumps. Ja. Fahre den Gabelstapler. Ja, nicht.
Motor an. Explodiere deine erste Produktion. So, machen wir. Du musst da auf den Pickup drauf, wenn ich das nicht verstanden habe. So, halt Stopp. Motor aus. Wir haben hier eindeutig ein Anzeige wie. So, dann müssen wir aber jetzt hier. Ist da echt die ganze Zeit drauf? Komm, verfeinern. Okay. 27. Also erstmal die 24 hier, bis nichts mehr kommt. Und dann noch. Das muss ich jetzt echt die ganze Zeit festhalten. Ich brauche irgendjemanden, der den Knopf da festhält. Ich habe schon gesehen, dass es da auch viel. So, jetzt sind hier 24 Stück schon drauf. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich hier eigentlich noch einen drauflege. Eins. Zwei. Die anderen lege ich jetzt auch mal einfach mal drauf. Hier. Fünf. Palette greifen. Palette hinstellen. So. Dann müssen die erstmal da oben ankommen. Oh. Oh Mann. Nee, nicht umkehren. Hier, Vollgas. Plopp, plopp gemacht. Da oben ist er. Plumps. Plumps. Ist also wieder gefehlt. So, jetzt aufdrücken und dann. Ja, das holt er nicht mehr automatisch. So. Komm, einen noch. So, dann holen wir dich mal. Motor an. Halt. Andrücken. So, ankommen wir vielleicht nicht mehr. So, gerade nach oben. Dann wird man dich loben. Tatsächlich in der ersten Version davon. Ging das nicht, da ist die Palette die ganze Zeit runtergefallen. Haben sich die Playtester eigentlich nur darüber beschwert. Und einen Tag später kam direkt der Patch raus. Im Playtest, damit das da auch wieder funktioniert. Also die hören schon auf die Playtester, also auf uns. Deswegen habe ich auch die ersten Aufnahmen weggeschmissen. Ich kenne mich jetzt im Moment so gut aus. Also es war schon noch schlimmer. Weil mein erster Run hier durch den Playtest war. Also das Spiel nicht so gut davon gekommen. Ich möchte nochmal sagen, so sehe ich in Wirklichkeit nicht aus. So, 24 von 27 sind durch. Also sie haben erstens auf die Community gehört und zweitens funktioniert das hier viel besser als am Anfang. So, runter damit. Schließe deinen ersten Auftrag ab. So, dann geben wir mal den Schlüssel. Dann kann ich auch absperren. Mip, mip. Und dafür muss ich an den Computer gehen. So. Computer benutzen. Vertrag. Bestätigen. Einsammeln. Super.
Der nächste Vertrag kommt dann in 30 Sekunden. Finde eine Gasflasche. Haben wir. Aber das ist noch nicht leer. Ich möchte das jetzt nicht. Ach, egal. Tanke den Gabelstapler auf. Zack. Kaufe einen Palettenplatz. Gehe zu deinem Werkzeugkasten und öffne das Baumenü. Kaufe einen Palettenplatz. Moment. Nee, das war nicht hier. Das war da. Und nee, das ist Besen. Das. So. Palettenpalatz. Und dahin. Wechsle in den... Was? Dekorativ. Oh, Blümchen und so. Wechsle in den Verwaltungsmodus. Da muss ich nämlich so machen. Genau, und verbinde. Neue Verbindung. Das. Damit geht nicht. Damit bestätigen. Heure einen Arbeiter an. Moment. Verbindung unterbrechen. Würde jetzt doch gerne lieber so. Und so machen. Okay. Heuer einen neuen Arbeiter an. Dann machen wir das. Ich würde doch schon gerne laufen können. Kostet aber einen Dollar, ne? Das ist... Much. So, Mitarbeiter. Gibt's einen. Level 1. Okay. Einstellen. So, Mitarbeiter eingestellt. Escape. Interagiere mit deinem Mitarbeiter. Wo ist er? Knilch, komm mal her. Hallo. So, bring deinen Mitarbeiter auf ein höheres Level. Du kannst warten, bis er von selbst Erfahrung sammelt, bevor du einen Kurs läufst. Oder du kannst einen Kurs kaufen, um zu beschleunigen. So, dann machen wir mal. Boom. So, jetzt ist er Level 2. Weise deinem Mitarbeiter dem Einfüllstutzen der Getreidemühle zu. Dann sag ich Arbeitsplatz zuweisen. Dann hat man wie bei den Sammelpunkten auch diesen Dot. Und dann kann ich den... dort hier zuweisen. Bestätigen. So, aber da ich nicht will, dass er da die Sachen auflädt, sondern dass er die Sachen ablädt, kann er nicht. Weil? Also, weil? Hier ist es erstmal dreckig. So. So, machen wir das da hinten hin. Moment. Machen wir diese Verbindung hier weg. So. Dann nochmal. Mitarbeiter. Arbeitsplatz zuweisen. Jetzt. Jetzt. Nein. Ich will, dass der auf den blöden Knopf da drückt. Moment. Huh? Tja, scheinbar soll das nur so sein. Ich soll nochmal 50 Malzsäcke exportieren. Das bedeutet jetzt aber, muss ich erstmal 50 Säcke kaufen. So, Vertrag annehmen. Lieferung. Moment, 47 Stück bräuchte ich jetzt. So. Auch dann. Mal drei. Hatte ich drei Stück oder zwei Stück jetzt noch übrig? Also. Keine Ahnung. So, das Tolle ist aber, jetzt arbeitet der da. Hopp. Upsi. Ah,
fahren noch mal ganz schnell die Sache da an. Okay, 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 cool, cool, cool. Ich geht das auch nicht, weil gerade keine Sicke zum Spucken darf. Alter. So, nächster Gehalt, check in 10 Minuten. Das haben sie auch hochgesetzt, merke ich gerade. Der hat nämlich vorher all 3 Minuten Geld gewollt. So, guck mal. Hallo? Hey? So. Hui. So, die kann er ja schon mal drin stopfen. Hier. Was ist? Aha. Also ich scheine mir nicht sicher, was ich jetzt meine. Was ich genau von ihm will. So, der macht jetzt die Klappe zu und fährt weg. Stellen wir mal dahin. Er hat ein Level abgehabt. So, nehmen wir uns mal ein bisschen Müll mit. Und hui! Plumps. Oh, 20 von 60 Punkten. Oh yeah. Oh yeah. So, dann bestellen wir uns. Das nicht, das nicht, das nicht. Das alles auch nicht. Da. 1, 2, 3 Paletten. Und vielleicht auch noch ein bisschen hier. Und dann. Anzahl der Paletten 1. Anzahl der Paletten. Gucken wir mal. So. So, super. Er hat die erste Palette mal leer. Zittert vor Wut, weil er nichts mehr arbeiten kann, oder was? So, greif. Und die Palette hier hinstellen. So. Gucken wir mal, ob wir ihn jetzt dazu überredet kriegen. Dass er hier arbeitet. Bestätigen. Genau, da kannst du nämlich diesen vermaledeiten Knopf da drücken. Hier R drücke und hier runter. Nee, R. So. Oh, ich habe die Palette nicht weit. Ich habe die Palette nicht nah genug gebaut. Upsi. Oh, was stimmt denn mit dir? Halt an! Pause machen, im Büro warten. So, schließen. Alter.
Mitarbeiter. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich hätte nicht gesehen, dass es das hier schon ein bisschen. So, wahrscheinlich ist die 24 schon zu sein. Doofer Mitarbeiter, wo bist du? Da hinten. Komm mal mit. Arbeit was zuweisen. Ja, bitteschön. F. Lad mal wieder alles auf. So, wir wollen da hinten nochmal die LKW abladen. Ich weiß, dass du da bist. So nicht so als, ne? Anheben. So, kann's abbauen. So, jetzt haben wir alles Mögliche mal bestellt und gekauft und gemacht und getan. So. Bestellen, okay. Einfach nur um ihn zu ärgern. So, das kommt dann hier hin. Und das kommt da drauf. Und holen wir uns mal die den da. Gabel runter. Danke. So, runter. Was steht da hinter? Scheint hier noch Paletten drin stehen oder was? Oh. Genau, so ging es vorher mit allen Paletten. Bum, 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 bum. So, und mit diesem Bild lasse ich euch mal jetzt hier liegen. Was liegt denn da oben, bitteschön? Hier runter. So. Und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar, ihr kennt es ja. Abo sowieso und über Unterstützung sind wir auch noch froh. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.